Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Geisterfalle. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Geisterfalle. Hallo liebe Zuschauer, Geisterfalle. Das sieht ja schon mal cool aus. Und es hat einen richtig coolen Mechanismus. Darauf dürft ihr euch gleich freuen. Das Spiel ist von Gunther Baas aus dem Hause Kosmos. Ab wie viel Jahre? Ab 6 Jahre für 2 bis 4 Spieler und dauert 20 Minuten. Sehr schön. Und der Elias ist 6 Jahre. Und bevor wir gleich loslegen, der Elias will nämlich gleich losschnitten. Man kennt es vielleicht von Flipperautomaten oder von der Kirmes, wenn es darum geht, die Kugeln in die Löcher zu katapultieren, dass die Pferde nach vorne gehen. Das ist ähnlich so. Wir sind hier Geisterjäger und wir wollen hier ins Ziel. Wir haben am Anfang 3 Kugeln und versuchen natürlich, die in die Löcher zu kriegen. Da muss man ein bisschen schnüren und alles, was da abgebildet ist, steht auch in der Anleitung. Das muss man dann machen. Genau. Und mittlerweile kennen wir alle Plättchen. Und wir zeigen euch einfach in der Spielsequenz, wie das Ganze läuft. Eine Regel muss man allerdings beachten. Man darf immer nur eine Kugel schnitten. In der Zeit, wo man sie nach vorne schnitt, darf man allerdings auch schon eine weitere Kugel nach oben schnitten. Daran muss man auf jeden Fall denken. Jetzt würde ich sagen, Elias, wir fangen mal von vorne an. Ich habe nämlich auch schon 2 Kugeln drin. Und das Kommando ist nämlich auch ganz wichtig. Auf die Geister, fertig, los! Und wer alle drin hat, der ruft dann Stopp, Hände hoch. So, das ist gar nicht so einfach, natürlich ziemlich viel Glück dabei. Ich ruf dann Stopp, Geister hoch. Ich ruf's gleich. Oh, jetzt! Stopp, Hände hoch! So, jetzt habe ich hier 3 Punkte, 1, 1. Ich bekomme also, Elias, 5 Punkte. 5. Der Elias bekommt einen Punkt. Und was passiert jetzt, weil ich führender bin? Ich bekomme die rote Kugel. Und jetzt kommt gleich die nächste. Und die musst du auf jeden Fall reinkriegen, sonst gelten die anderen Kugeln nicht. Sehr gut. Und die rote Kugel wird auch nicht gewertet. Das heißt nur die anderen. Ich muss jetzt also versuchen, auf jeden Fall die rote reinzukriegen und die anderen auch. Was gar nicht so einfach ist. Dann würde ich mal sagen, auf die Geister, fertig, los. Oh, der Papa hat Glück. Der Elias schiebt wieder seine Form zu mir. So. Übrigens sind auf der Unterseite so 2 Noppen, damit es nicht verrutscht. Das geht einigermaßen. Man darf mit dem einen Daumen oder mit dem Finger darf man auf jeden Fall festheben. Das kann man auch machen. Das empfiehlt sich durchaus. Und man sollte auch nicht zu weit nach vorne schnippen. Wenn die Kugel rausgeht, wie bei Melias, nimmt man sie sich einfach wieder. Das ist auch kein Problem. So, jetzt Papa hat noch eine Kugel. Oh! Stopp, Hände hoch, beide gleichzeitig. So, Elias. Ich war ein bisschen erst. Elias bekommt 2, 3. So, ich bekomme 1, 2. Oh, der zählt nicht. Ich bekomme 2. Aber, was bekomme ich noch? So ein Ticket. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hände hoch. Vorhin war das ganz cool. Der Papa musste die Augen zumachen und schnippen. Das war auch ganz cool. Also es gibt hier echt ein paar coole Plättchen. Und da muss man... Da darf man erst machen, wenn ein Spieler eine Kugel im Loch hat. Stimmt, das war ja auch noch der Fall, was du alles weißt. Also, ich muss jetzt die andere Hand nehmen. Ich behalte übrigens die rote Kugel, weil ich immer noch ganz vorne bin. Ich muss jetzt allerdings nicht mit meiner gewohnten rechten Hand schnippen, sondern mit meiner linken Hand. Auf die Geister, fertig, los! So, und das ist echt mal ein anderes Spiel. Richtig schön, innovativ, mal was ganz anderes. Macht einfach Spaß, ist schnell erklärt, ist schnell gespielt. Übrigens gibt es da sogar noch eine Rückseite. Die stellen wir euch am Schluss vor. Mit der macht es auch Spaß zu spielen. So, und der Papa hat jetzt dann ein Problem, weil er in dem Fall keine rote Kugel reinkriegt. Geisterhände hoch! Jetzt kriege ich nämlich gar keine Punkte, weil ich die rote Kugel nicht drin gelassen habe. 1, 2, 3. Oh, wir haben Gleichstand. Das heißt, die rote Kugel kommt zurück ins Hauptquartier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der Elias bekommt... Aber ich werde jetzt wieder bestraft, weil ich so gut bin. Ich muss die rote Kugel nehmen. Das finde ich übrigens echt gut gemacht. So, und wenn man hier im Ziel ist, dann hat man das Spiel gewonnen. Ich hoffe mal... Das gelingt mir. Mal schauen. Auf die Geister, fertig, los. Oh, die rote ist schon mal drin, das ist ganz wichtig. Aber ich muss die anderen natürlich auch reinkriegen.
Du, Marcendo, du bist gut. Oh, der Elias bekommt erstmal die Punkte. 2 Punkte. Und dann bekommst du ein Ticket. Was ist denn da drauf? Nein, er bekommt nochmal 2 Punkte. Ja, jetzt. Stopp, Hände hoch. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ohne Karte. Komm bitte, ins Ziel fahren. Oh, in der nächsten Runde kriege ich für jeden Grünen 2 Punkte. Glückwunsch. Super, super. Jetzt bevor wir sagen, wie wir das Spiel... Ich krieg noch eine Kugel. So, bevor wir sagen, wie wir das Spiel finden, das erklärst du, oder? Bisschen näher. Lass es mal so liegen. Ja, genau. Wir spielen nämlich jetzt auf der anderen Seite. Hier starten wir. Erklär mal den Zuschauern, was wir da machen. Alle hinstellen. Ja, das machst du, genau. Und du erklärst es, was wir machen. Also, wenn man hier steht, wenn man die Rote angriff, dann kriegt man 6. Wenn ich hier anfange quasi, dann bekomme ich, genau. Wenn du dann so, bam, so, bam, dann kriegst du 6, 7, 8, 9, 10. Weil da ist eine 6, dann kriegt man extra. Und wenn ich hier stehe, was ist dann? Dann kriegst du bei Blau gar nichts, weil da eine 0 ist. Das ist richtig cool. Und zum Abschluss zeige ich nochmal ein paar Blättchen. Darf ich sagen? Ja, darfst du das zeigen. Also, legst du gerade dahin, dann kann man es in der Kamera gut erfassen. Legst du einfach hier hin. Hände wechseln, das hatten wir schon. Was ist das? Da kriegt man 3 extra. Jawohl, das ist die Rakete. Da kann man zum führenden Spieler vorziehen. Man muss je nachdem auch rückwärts ziehen. Da muss man warten, bis einer eine Kugel hat. Das ist gemein. Das ist da muss man Augen zumachen. Das hatten wir schon. Da muss man dann Augen... Das ist echt schwierig mit Augen zu machen. Da bekommt dann jeder 3 Punkte für den Blauen. Und da das hast darf du auch man mit gehabt. Einer Kugel... Hat man 3 Versuche drauf hoch... Ich zeig's dir in die Kamera. Man darf hochwerfen und so viele Punkte kriegt man dann noch extra. Okay. Wie ist das Spiel? Echt gut. Ist das einfach mal was anderes? Ja. Ich find's cool. Ich finde es innovativ, ist was anderes und es erinnert mich an die Kirmes. Nur die Kirmes ist teuer. Da muss man nämlich ja immer die Kugeln werfen, damit die Pferde nach vorne rein. Das wird ja immer gesagt, auf geht's, die werft die Kugeln, oder? Ich krieg das gar nicht so gut hin. Aber es ist wirklich vom Cover her... Auf geht's, werft die Kugeln. Ja, ähnlich. Ihr wisst ja, wie ich das meine, wenn ihr schon oft auf der Kirmes war. Das Cover gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist für 4 Spieler und das Ganze lässt sich gut zusammenpacken. Das heißt, man muss es nur einmal in die Form reinschieben und dann kann man das einfach so aufbewahren. Hier hinten sind übrigens die 2 Noppen, das will ich auch nochmal erwähnen. Die Anleitung ist übrigens recht schnell erklärt, beziehungsweise das Spiel recht schnell erklärt. Die ist sehr übersichtlich, bietet natürlich auch noch eine Profi-Variante, was wir jetzt nicht gespielt haben, beziehungsweise nicht vorgestellt haben. Das heißt, da habe ich nochmal die Möglichkeit, etwas anders zu spielen. Und hier hinten sind die Tickets mit sofortiger Wirkung. Also alles sehr schnell erklärt. So, jetzt kommt aber dein Standardspruch, wo die meisten immer gerne hören. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, dann Abo von meiner Seite, sage ich mal tschüss. Ich sag's mit höherer Motivation, der Elias ist im Stippen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo von meiner Seite, sage ich mal tschüss. Jetzt aber und ich sag tschüss, bis bald. So, und jetzt zocken wir weiter. Tschüss. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.